Wir üben in der 8. Klasse nochmal zu linearen Funktionen. Und zwar nehmen wir mal ein Praxisbeispiel. Das ist ein relativ einfaches Beispiel und ich werde auch dieses Beispiel nachvollziehbar dann immer wieder erläutern. Wir machen zwischenzeitlich Stopp. Die einzelnen Schritte machen wir so. Gegeben ist Folgendes, und zwar zwei Autofahrer, Auto A, hat eine Geschwindigkeit von, also schreiben wir VA, ne? Hat eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde. Ich schreibe das mal ganz bewusst so, schaut mal. Hier 120 Kilometer pro Stunde, ne? Extra so. Und ein anderer Autofahrer, der heißt B, der fährt mit 90 Kilometer pro Stunde. Aber der Trick ist, die beiden fahren aufeinander zu. Also der eine fährt hier los und der andere fährt hier los und die fahren aufeinander zu. Das ist das Schöne. Ich habe hier extra einen längeren Pfeil gemacht, weil die Geschwindigkeit von A ja höher ist und B ist niedriger. Sie starten beide in einem Abstand von 200 Kilometern und fahren, wie gesagt, aufeinander zu. Die Frage ist, wann treffen sich die beiden, also Time, T wie Time, Time, Treff und wie weit ist A gefahren? S wie Strecke, S von A und S B. Jetzt müssen wir erstmal ein Koordinatensystem entwickeln. Und dieses Koordinatensystem, sage ich gleich mal, wird sich wahrscheinlich nicht mit negativen Weiten und so einem Kram beschäftigen. Das heißt, das Koordinatensystem können wir in diesem Fall relativ leicht gestalten. Ich mache trotzdem hier unten, ich deute hier ein Achsenkreuz an, aber ich brauche keine negativen Werte zu nehmen. Wenn ich sage, die beiden fahren aufeinander zu, dann ist das doch eine Frage der Abhängigkeit von der Zeit. Das heißt, wir malen hier unten mal T in Stunden hin. Und hier eine Strecke S in Kilometern. Freie Hand bitte. Nicht lange rumklappern. Und jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache. Wenn Auto, welches lassen wir hier starten? Sagen wir A startet hier, einverstanden? Dann lassen wir B starten mit einem gewissen Vorsprung. Erinnert euch mal an Zuordnung. Da haben wir manchmal Kosten, wenn es um Stromrechnung oder Gasrechnung geht. Die sind auch da, obwohl man nichts verbraucht. Also B, ich nehme das jetzt in blau, B startet in 200 Kilometer Abstand. Das heißt, ich werde hier einfach 200 Kilometer festlegen. Und hier startet B. Jetzt kann das natürlich bei 200 Kilometern, wenn ich sage 120 Kilometer in einer Stunde oder 90 Kilometer in einer Stunde, werde ich gar nicht allzu viel Zeit brauchen. Das heißt, ich werde relativ großzügig hier eine Stunde hinschreiben können. Und wir machen jetzt folgendes Experiment in Gedanken. Wir sagen, Autofahrer B fährt los. Ne, fangen wir mit A an. Wir fangen doch mit A an. Den mache ich grün. Der startet hier beim Zeitpunkt, die beide rufen sich an mit Handy und sagen, fährst du los? Ja, ich auch. Und jetzt fahren die los. Jetzt fährt Autofahrer A wie weit in einer Stunde? Na, 120 Kilometer. Also kann ich Folgendes machen. In einer Stunde fährt Autofahrer A, hier sind 100 Kilometer, hier ein bisschen mehr, 120. Dann müssten wir hier Gesundheit seinen zweiten Punkt haben. Logisch? Jetzt startet Autofahrer A und fährt los. Und hier können wir eine Gerade zeichnen. Unser Steigungsdreieck, das besteht hier raus. Eine Stunde nach rechts und 120 Kilometer gewonnen. Wenn uns Autofahrer B entgegenkommt, dann können wir den nicht in, ich mach's mal falsch, dann können wir den nicht in diese Richtung starten lassen, sondern dann muss der auf der Strecke uns entgegenkommen. Das heißt, wir müssen den Graph irgendwie nach unten laufen lassen. Jetzt sagen wir, Autofahrer B startet in 200 Kilometer Entfernung und in einer Stunde kommt er wie weit? Hier, wir gehen eine Stunde auch für Autofahrer B, gehen wir nach rechts, wie immer, nach rechts, Steigungsdreieck, und er schafft 90 Kilometer. Also zählen wir ab, 120 war hier,
Da müssten wir ungefähr hier sein. 90 Kilometer. Also, aber minus 90 Kilometer. Eine Stunde lang. Steigungsdreieck entsteht also hier. Und jetzt kann ich den Graphen hinmalen. Kleinen Moment. So, jetzt haben wir das soweit geklärt. Jetzt können wir also den Graphen für Blau auch malen, indem ich die Punkte verbinde. Und hier an der Stelle hier, hier treffen die sich. Und jetzt schätzen wir den Schnittpunkt, den Treffpunkt, nennen wir den mal T. Den schätzen wir, und zwar, tja, wenn das eine ganze Stunde ist, ist es vielleicht 1,1 Stunden. 1,1 Stunden. Und jetzt können wir eins nicht machen, denn dann wären beide ja gleich weit gefahren. Aber wir können hier auf jeden Fall die Kilometer angeben. Das werden vielleicht 130 Kilometer sein. Einverstanden? Ja, sehr guter Hinweis, siehst du? Das kommt davon, wenn ich hier so freie Hand male und nicht richtig mitdenken kann. Wir müssen den Graphen natürlich nochmal hinmalen. Und zwar minus 90. Das geht viel weiter runter. Richtig, also dieser Punkt war von mir falsch gemalt. Hier um diesen Punkt geht es. Wenn hier 120 Kilometer waren und ich die 90 gewonnenen Kilometer, 120, dann muss ich hier ungefähr landen. Richtig, danke. Einwandfrei, jetzt male ich mal diesen Graphen neu. Das heißt, ich habe meinen Schnittpunkt ein bisschen weiter vorne, ganz genau. Ja, Moment. Nochmal, also von 200 minus 90 lande ich bei 110, also Höhe 110. Ich lande also ein bisschen unter dem grünen Graphen wahrscheinlich. Das überschneidet sich hier alles. Aber wir wollen es dann ganz genau ausrechnen. Aber unseren Schnittpunkt, den können wir jetzt nochmal, oder unseren Treffpunkt, nennen wir ihn T. Das ist jetzt unter einer Stunde natürlich. Das heißt also, sagen wir mal, vielleicht 55 Minuten. Kann man auch so ausdrücken, oder ich schreibe 0,9 noch was Stunden. Und Kilometer, tja, sagen wir rund 110. Das ist unser Schnittpunkt. Und dann werden wir mal sehen, ob sich das behauptet. Das genau ausrechnen, das machen wir jetzt. Wie machen wir es? Wir müssen erstmal zwei Gleichungen aufstellen, nämlich für A und B. In diesem Fall abhängig von der Zeit S von T. Der Weg ist abhängig von der Zeit. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr fahren die beiden. Müssten wir in diesem Fall mal sagen, dann haben wir hier den einen, nämlich A. Schreiben wir SA von T ist gleich. Und wie drücken wir es aus? Tja, und jetzt müssen wir das Steigungsdreieck hinmalen. Das Steigungsdreieck heißt aber, was gehe ich nach rechts? Eine Stunde. Wie komme ich vorwärts? 120 Kilometer. Das ist ein komisches Steigungsdreieck. Ne? Das Steigungsdreieck besteht in diesem Fall aus Zeit und Strecke. Na gut, das ist nicht schlimm. Dann ist M eben 120 Kilometer pro Stunde. Oh, das ist ja die Geschwindigkeit. Auch schön. Und das mal T genommen. Und haben wir hier einen Vorsprung oder irgendwie eine Entfernung? Nein, für den Grünen nicht. Also können wir den so lassen. Kommen wir zum anderen Beispiel. SB von T. B hatten wir blau gemacht. SB von T ist demzufolge. Aber jetzt, ich gehe eine Stunde nach rechts. Das schreibe ich wie üblich unter dem Bruchstrich, weil ich nach rechts gehe. Und da er uns aber entgegenkommt, schreiben wir hier minus 90 Kilometer. Pro eine Stunde. Eine Stunde steht unter dem Bruchstrich. Mal T. Und jetzt aber unseren Vorsprung. Und das ist unser Y-Achsenabschnitt. Und der heißt, das mache ich mal wieder in blau, plus 200 Kilometer. Das müssen wir jetzt erstmal durchdiskutieren. Genau. Und jetzt machen wir es so, als wenn man mit X und Y arbeiten würde, einen Schnittpunkt. Da sie beide die gleichen Koordinaten hier haben. Aber nur an dem Treffpunkt, Schnittpunkt. Haben wir sonst gesagt. Hier ist der Treffpunkt. Sagen wir, okay, T berechnen, indem wir gleichsetzen. Also gleichsetzen. Beide Gleichungen. Wir sagen, wenn die Strecke hier für beide gleich ist, dann kann man den einen Term, hier diesen Term, oh nee, ich wollte den ja grün machen. Schwupp, schwupp.
kann man diesen Term von SA von T und diesen Term komplett gleichsetzen. Und das mache ich jetzt einfach. Jetzt lege ich los und das ist dann Schreiberei. Ich mache mal Pause dafür. So muss es aussehen. Die beiden Terme entsprechend gleichgesetzt ergibt das. Große Frage, wo ist mehr T? Nicht bloß wegen der 120, sondern weil es eine plus 120 ist. Also muss dieser Term hier weg. Jetzt wird es ein bisschen kribbelig vielleicht. Dieser Term muss weg. Wie machen wir das? Diesen Term müssen wir wegkriegen. Jawohl, ganz genau. Diesen Term kriege ich insofern weg, indem ich sage plus 90. Also, hinter den Regiestrich, plus 90 Kilometer pro Stunde mal T. Den ganzen Term auf einen Schlag. Und das macht mal und dann sehen wir uns hier wieder, auch zu Hause. Ja, jetzt gab es Schwierigkeiten. Achtung, ich habe, jetzt machen wir es mal nicht so kompliziert, sagen wir einfach, lassen wir mal in Gedanken 90 die Kilometer und die Stunde weg. 90 mal T, ich habe plus 90 mal T gesagt. Die beiden haben den gleichen Namen, der Name heißt eine Stunde. Hier, eine Stunde. Also bleibt auch der Name so. Das ist einfaches Brüche addieren. Eine Stunde bleibt. Und wenn ich das weglasse, 120 plus 90, liege ich bei 210 mal T. Das heißt, der ganze scheinbar komplizierte Bruch hier vorne, den kann ich ganz normal und cool behandeln, weil die zum Glück die gleichen Namen haben. So, und wie kriege ich das jetzt weg? Das müsste leicht sein. Mal eine Stunde geteilt durch 210 Kilometer. Und dann steht T alleine, denn T wollte ich ja haben. Jetzt ist wieder Schreibarbeit. 200 Kilometer mal eine Stunde geteilt durch 210 Kilometer. Und der Rest ist dann wieder das Übliche. Das heißt, ich kann die Kilometer rauskürzen. Ich kann mal die Nullen rausstreichen und ich habe 20, 21 Stunden. Das ist keine schöne Zeitangabe. Ne? Das Ergebnis sieht blöd aus. T ist dann 20, 21 Stunden. Wie kriegen wir das in Minuten umgearbeitet? Weil das ist wirklich kein schöner Wert. Für die Praxis, das müssen wir in Minuten haben. Oder in Sekunden vielleicht. Aber Sekunden wäre vielleicht blöd. Also in Minuten umwandeln. Praxisgerechten Wert. Das machen wir dann in der 9. ganz speziell. Aber ihr müsstet es eigentlich können. Wie machen wir es? Wir sagen, okay, T ist gleich 20, 21. Das behalten wir. Und die Stunde drücken wir aus in 60 Minuten. Jetzt habe ich einfach hier, ich zeige es nochmal, aus dieser Stunde habe ich 60 Minuten gemacht. Und jetzt dürfte es nicht mehr so schwer sein, denn jetzt kann ich auch wieder ein bisschen rumkürzen, wenn es klappt. Durch 3 ist 7 und das ist 20. Ich habe also 40 Siebtel Minuten, das ist auch nicht schön. Aber das lässt sich ausrechnen. 40 geteilt durch 7, 6 ist es nicht, 5 ist es, 5 mal 7 ist 35. Es bleiben übrig, ich ziehe ab, 5. Jetzt komme ich am Komma vorbei. Quatsch, was habe ich gesagt? Kommt das hin? Kommt es überhaupt hin? 40, 400, 20 mal 20. Ne? Jetzt komme ich am Komma vorbei, habe ich gerade gesagt, und das spätestens muss ich da gemerkt haben, es muss ja eine knappe Stunde werden, also irgendwas in den 50 Minuten rein. Hier abgezogen, 50 durch 7 ist 7. 7 mal 7 ist 49. Und durch 7 wissen wir, das ist ein unendlicher Bruch dann irgendwann. Bleibt hier was übrig, jetzt kann ich noch sagen, 10 durch 7 ist 1. 57,1 Minute, damit kann man beinahe leben. 57 Minuten und eine Zehntelminute sind 6 Sekunden, das reicht uns. Und 6 Sekunden, das wäre ein praxisgerechter Wert, damit kann man leben. Gut, bis dahin Fragen. So, und wie kriegen wir jetzt den Weg raus? Denn wir haben ja gesagt, wie weit ist der eine und wie weit ist der andere gefahren? Da gibt es noch eine Kleinigkeit mit den minus 90 Kilometer pro Stunde. Aber das ist Stoff der anderen Klasse, das ist jetzt nicht das Problem. Wir rechnen mal bloß aus, ich sage mal, SB ist mir jetzt mal egal, das nehme ich mal weg. Wir möchten mal bloß wissen, wie weit ist A gefahren. Denn wir wollen ja wissen, ob das hier mit den 110 Kilometern einigermaßen stimmt. Ja, indem wir sagen, wir schnappen uns die leichtere Formel, SA ist ja 120 Kilometer pro Stunde mal T. SA ist 120 Kilometer pro Stunde mal T. Und T nehmen wir jetzt nicht diese krumme Sache mit den 6 Sekunden, denn die stimmt auch nicht ganz korrekt, sondern wir sagen 20, 21 Stunden. Und die Stunde kommt oben drauf auf den Bruchstrich.
die kürzt sich demzufolge raus. Wir kriegen wirklich was Vernünftiges raus. Und jetzt müssen wir nochmal eine Nebenrechnung machen. Und die machen wir jetzt mal mit dem Taschenrechner, das geht schneller. 120 mal 20 durch 21, bitte. Was muss denn ungefähr rauskommen? Knapp unter 120 Kilometer, logisch? Denn 20, 21 ist fast 1. Nicht ganz 1, also muss es ein bisschen weniger werden. Tippt mal. Und das ist jetzt eine Frage des Tippens, aber wir wissen, dass es knapp unter 120 Kilometer sein muss. Also 114,285, dann sind wir auf dem Meter genau, ne? Weil ja ein Kilometer 1000 Meter hat. Kilometer, das ist unser Ergebnis. Dann normalerweise schreibt man einen Antwortsatz, also nach 57 Minuten und 6 Sekunden treffen sich beide Autofahrer. Der eine ist 114,285 Kilometer und der andere gefahren. Wie könnte man eigentlich die andere Geschwindigkeit ausrechnen? Wenn ich nämlich Folgendes mache, wenn ich das hier einsetze, komme ich genau auf 114,285, wenn ich das in die blaue einsetze. Warum? Denn ich kriege hier einen wahren Schnittpunkt raus. Ich will aber nicht nur den Schnittpunkt, ich möchte auch für die Praxis wissen, wie weit ist der gefahren. Dann darf ich nicht die Minus nehmen, sondern muss ich einfach sagen, der fährt mit 90 Kilometer pro Stunde mal 20, 21 Stunden und dann habe ich es auch raus. Dann wüssten wir es auch. Das ist jetzt aber nicht unser Zweck. Schauen wir mal, was haben wir gemacht? 55 Minuten geschätzt, 110 Kilometer geschätzt. Passt. Wunderbar. Ein Haken hat es. Jetzt stellen wir mal die Frage praxisgerecht. Autofahrer B würde ja irgendwann an der Stelle des A ankommen. Das entspräche aber die volle Strecke von 200 Kilometern. Mit anderen Worten, wir hätten da früher X0 zugesagt. Hier kann man das nicht sagen, hier sagen wir T0. Hier sagen wir nicht X0, sondern T0. Wie kann man T0 ausrechnen? Ganz genau, 0 ist gleich, denn hier, wenn der hier die X-Achse, die T-Achse kreuzt, ne, hier an der Stelle, hat er seine 200 Kilometer runtergerissen, dann ist vorbei, hier gibt es keinen Weg mehr. Dann ist er nämlich da, wo A angefangen hat. Also 0 ist gleich und dann natürlich mit der blauen. 0 ist gleich minus 90 Kilometer pro Stunde, machen wir das mal. Macht das mal, setzt mal diese zweite Gleichung hier, diese hier, 0 ist gleich. Und rechnet mal aus, wie lange der Autofahrer B dafür brauchen würde. So, wir haben es mal hingeschrieben, 0 ist gleich minus 90 Kilometer pro eine Stunde mal T0. Das wollen wir ja ausrechnen, wann der da wäre, wenn die sich nicht träfen, plus 200 Kilometer. Das ist also die abgeschriebene Formel, die wir uns hier aufgestellt haben, hier die blaue. Wenn wir das haben, dann können wir uns freuen. Und jetzt kommt Handwerkszeug. Wenn ich jetzt hier 2,2 Periode 2 Stunden rauskriege, dann ist das wirklich nicht mehr praxisgerecht. Aber wie soll ich einen periodischen Bruch umwandeln? Um das zu umgehen, schreibe ich diesen Kram hier, das hier, nochmal sauber. Ich schreibe 20 mal, und jetzt schreibe ich nicht Stunde, sondern 60 Minuten, durch 9 wird meine T0 ergeben für die Praxis. Jetzt geht es wahrscheinlich schon mal besser, denn ich kann schon mal kürzen. Durch 3 ist 3, durch 3 ist 20. Wenn ich jetzt 40 Drittel ausrechne, komme ich 400 Drittel ausrechne, komme ich wieder auf so einen Blödsinn in Minuten. Könnte man aber machen. Drittel geht nämlich gut. Eine Drittelminute sind 20 Sekunden. Machen wir es mal. Jetzt hier für die Nebenrechnung. Das wären also 400 geteilt durch 3. 4 durch 3 ist 1. 3, 1 übrig, 10 ist 3. Ist 9. 1 übrig, 10 ist 3. 133 Minuten. Und jetzt kommt's. Das wird ja wahrscheinlich immer so weitergehen. Ich komme jetzt am Komma vorbei. Und dann sage ich, Moment mal, wenn ich hier nochmal abziehe, bleibt ein Dings übrig, also ein Drittel ist mein Rest. 133, ein Drittel. Und ein Drittel lässt sich leicht machen, denn wir wissen, 133 Minuten und eine Drittelminute ist 20 Sekunden, ist T0. Also das war jetzt bloß mal nebenbei, das machen wir später nochmal ausführlicher. Einheiten ineinander, trickreich umrechnen. Dann wäre ich nämlich diesen Blödsinn umgangen mit diesen blöden Periode 2. Dann kann man das besser machen, ne? Wer vermutet schon, dass hier bei Periode 2 auch irgendwas mit Drittel drin steckt? Das glaubt man nicht. Und den anderen Weg jetzt zu zeigen, das bringt nichts. Nochmal Pause. Fassen wir nochmal zusammen. Ich habe hier entsprechende Geschwindigkeiten gegeben. Ich kann mir eine Skizze machen, die ist erstmal hier. Das ist erstmal so eine grundsätzliche Skizze, die mir sagt, hier fahren zwei aufeinander zu.
Wenn ich das aber in Funktionen umbasteln soll, mache ich mir erstmal ein Bild. Ich fange mit dem Bild an. Wenn der eine hier losfährt, 120 Kilometer in einer Stunde vorwärts kommt und der andere in einer Stunde 90 Kilometer mir entgegenkommt, sehe ich schon, wie das Steigungsdreieck auszusehen hat, nämlich 120 Eintel oder minus 90 Eintel Stundeltel. Und da der Weg von der Zeit abhängig ist, schreibe ich S von T und ich weiß auch, dass ich das alles mal T nehmen muss. Ganz nebenbei, wir machen nichts weiter, als die Geschwindigkeit, Weg und Zeit gegeneinander auszuspielen und einfach auszurechnen. Das macht man im Hintergrund. Schnittpunkte schätzen und es wird sich auch wirklich ergeben, und das haben wir dann gemacht, nach den üblichen Regeln der Kunst, hier ein bisschen aufpassen, hier sieht der Bruch ein bisschen groß aus, hier, ist nicht schlimm, nach den üblichen Regeln der Kunst ausrechnen und dann mit ein paar Tricks in Minuten umwandeln, Sekunden umwandeln, dann kriege ich zum Beispiel die Zeit raus, wann die sich treffen. Um das richtig auszurechnen, wie weit sie fahren müssen, nehme ich den echten Bruch. Macht das nicht mit so einem Ding, dann kommt ihr erlittes Schiffbruch. 20, 21 Stunden. Entsprechend eingesetzt, eingetippt, habe ich auch die Kilometer. Immer überprüfen, stimmt das mit meinem geschätzten Schnittpunkt überein? Ja, stimmt. Wenn ich mir jetzt noch überlege, wann ist der blaue an dem Punkt wegmäßig, wo der grüne gestartet ist, dann kann ich auch sagen, dann kreuzt der ja die X-Achse sozusagen, also hier die T-Achse. Und dann setze ich das so, dass ich sage, 0 ist gleich, wie üblich, wie Nullstellen zu berechnen sind. Und diese ganzen Tricksereien hier, das machen wir später nochmal. Aber das Prinzip bleibt für alle linearen Funktionen das gleiche. Noch eventuelle Fragen, ich mache nochmal Pause. So, wir können das Video an der Stelle abschließen, zu Hause nochmal üben, indem man hier mit diesem Teil anfängt. Dieser Teil hier. Alles andere ausblendet, Video anhält, raus aus dem Video, nicht angucken. Loslegen, rechnen, selber machen und dann erst wieder einschalten und gucken, ob es richtig war. Wenn es gar nicht geht, lässt man das Video natürlich bis zu der Stelle laufen, wo man sagt, ich hake. Wenn ich sage, ich weiß nicht mehr, wie ich den Treffpunkt berechne, dann ach, gleichsetzen. Sofort anhalten, weggucken, rechnen und so weiter und so fort. Die Tipps sind hier gegeben, aber betrügt euch nicht selber. Gut, ich schließe das Video ab.